Pass auf da draußen! Wir kommen mit. Gut. Werden wir noch Freya sehen? Ja. Schön, dass ich mitkommen kann. Was ist letztes Mal in Vanaheim passiert? Wie hast du Freya davon abgebracht, dich töten zu wollen? Wir reisten in ihr Dorf, um Odins Zauber zu brechen. Nach der Befreiung sah sie ein, dass ich nicht ihr Feind bin. Du hast auch einen sehr unterhaltsamen Moment verpasst, als Brock kopfüber in Freyas Lager hing. Ich hab Freya getroffen? Wie ist er? Anders als seine Schwester. Weniger überzeugt. Stimmt, aber etwas weniger nachtragend. Und ein schlechter Anführer. Er hat das Herz am rechten Fleck. Du wirst ihn mögen. Wow, es ist wunderschön. Und, nass? Es ist auch gefährlich. Gefährlicher als Hel? Freyas Lager liegt rechts. Sind wir in Eile? Der Junge sieht nicht jeden Tag eine neue Welt. Auf zu Freyas Lager. Mal sehen, wie es den Warnen inzwischen ergangen ist. Ich hoffe, Freya geht's gut. Sie kommt allein zurecht. Sehen die Truppen ihres Bruders sind in der Minderheit. Und ich schulde ihr viel. Vielleicht geradeaus? Erinnert mich an ein Lied aus Vanaheim, das ich einst hörte. Hier ist keiner. Wo sind alle? Bleib wachsam. Das gefällt mir nicht, Bruder. Kratos, Atreus, schön euch zu sehen. Unerwartet, aber schön. Du kennst uns? Nicht doch. Bist du, wer ich denke? Du verschlagener Mistkerl. Fast schön, dich wiederzusehen. Und mal in der Gestalt eines Mannes, oder fast. So zogen sie dir also den Kopf aus dem Arsch. Vielleicht hörst du jetzt auf, so ein halbblinder, bissbesoffener Lügner zu sein. Er war ein größeres Schwein als ich jemals. Ich kenne dich nicht. Erkennst du dein Werk etwa nicht? Hildisvini! Das war, als wir Freya im Wald trafen. Nachdem ich... Oh... Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Freyas Keiler. Ihr Berater. Und Freund. Berater der Warnen. Und ja, also, im Exil in Midgard war ich in meiner Keilerform gefangen. Du hast mich erschossen. Auf mein Geheiß. Nein. Mein Fall, mein Fehler. Vergessen. Vanaheim braucht unsere Hilfe mehr denn je. Sogar Mimirs. Los. Und pass auf, wohin du damit zielst. Meine Haut ist in der Form nicht so dick. Wenn ihr bereit seid, gehen wir.
Wohin gehen wir? Ich habe eine Bitte. Ich erkläre es unterwegs. Wo ist Freya? Sie wollte hier ihrem Bruder helfen. Sie leitet die Suche nach Freya und Pikvir. Sie wurden von den Einherjar geschnappt. Wie ist das passiert? Ein Hinterhalt. Seit eurem letzten Besuch sind viel mehr von ihnen hier. Zu allem Übel wurden die Himmelswölfe schon seit Tagen nicht gesehen. Nehme ich zumindest an. Nicht leicht, die Zeit ohne Mond abzuschätzen. Kein Mond. Wie in ihrem Schrein. Ihrem Schrein? Das ist eine lange Geschichte. Sollen wir nach ihnen sehen? Ich wäre euch dankbar. Wir haben zu wenig Leute. Und wenn jemand Sköll und HT helfen kann, dann ein anderer Riese. In Ordnung. Freya meinte, du kämst daran vorbei. Sehr beeindruckend. Folgt weiter diesem Pfad. Dort ist ihr Bau. Viel Glück. Und schieß nicht auf Keiler! Ha! Ob er mir den Schuss auf ihn wirklich verziehen hat? Glaub mir, Junge. Wenn das alte Schwein noch einen Groll hegen würde, wüsstest du's. Was ist zwischen euch passiert? Das übliche. Missverständnisse, Gefolgschaftskonflikte, gebrochene Eide. Nichts, was dich belasten sollte. Ich belaste dich. Meine Neugier. Neugier ist wichtig. Aber Privatsphäre auch. Schon gut, schon gut. Verstanden. Termine! Vorsicht, Heuchler! Der Dieb! Bieb dir ab! Hör nicht auf, Bruder! Ja, es hat geklappt. Hinter dir. Du Heuke. Hinter dir, pass auf. Du weißt, dass das nicht funktioniert, Bruder! Vanaheim ist so anders als die anderen Welten. Es ist warm wie in Svartelfheim, aber die Luft ist irgendwie stickig. Igros. Was? Igros, griechisch für feucht. Igros, gefällt mir. Finde den Niken! Er macht sich stärker! Von links! Gleich, gleich! Achtung, hinter dir! Heuchler!
Hinter dir, pass auf! Oike! Hinter dir, Vorsicht! Ja, sei still! Enger, die Arte sind da. Was soll sein? Vielleicht von einem Nicken gefressen. Wohl kaum. Weißt du, Junge, dieser Ausflug nach Vanaheim bedeutet, dass du jetzt alle neun Welten besucht hast. Du hast recht. Nicht viele Sterbliche können das behaupten. Und auch nicht viele Götter. Selbst dein Vater hat die Hallen von Asgard noch nicht beehrt. Ich habe es nicht eilig damit. Hilisvini sagte, Freyr und Pikvir wurden gefasst. Pikvir ist der Lichtalb, der mehr über die Bibliothek in Alfheim wissen wollte, nicht? Korrekt. Ein Verbannter gelehrt. Verheiratet mit einer Kriegerin. Bane. Um die Verbannung. Die ganze Geschichte kann nur er dir erzählen. Aber ich glaube, Baelas und sein Versuch, ihre Völker zu einen, war verpönt. Wie? Baelas, eine Dunkelalbin? Ja. Wow. Tja, es wirft sogar noch mehr Fragen auf. Ich hoffe, ihm geht's gut. Hinter dir! Vorsicht! Von links! Sie da oben. Das muss ihr Bau sein. Freust du dich, Sköll und Hati zu treffen? Naja, ich kenne all die Geschichten. Sie in echt zu sehen, wird seltsam sein. Legende trifft auf Realität. Zumindest sollte es unterhaltsam werden. Hallo? Ich glaube, sie schlafen. Tja, da haben wir es, die legendären Himmelswölfe. Äußerst unterhaltsam, wie versprochen. Wisst ihr noch ihr Schreien? Sie waren erst wieder am Himmel, nachdem der Mond zurückkam. Und dann jagten sie einen Pfeil über den Himmel. Ja, na dann. Am besten suchen wir den Mond und bringen ihn an seinen Platz zurück, hm? Klingt doch wie die normalste Sache der Welt.
ausgestellt und hat die Schreinach waren die Einherjahre beteiligt. Sie haben den Mond in eine Kiste gesperrt, wenn ich mich recht erinnere. Aber kein Hinweis, wo die Kiste ist? Das ist der Haken, wenn man eine Prophezeiung als Karte verwendet, was? Die Details sind recht spärlich. Im Dorf in der Nähe gibt es ein Kriegslager. Eine starke Festung, um die Beute zu schützen. Suchen wir es dort. Wer außer Lady Sweeney und den Alben hat noch zu Freyas Armee? Armee kann man's kaum nennen. Aber Pyrrhir, war Soldat, beschritt einst den Weg des Springers. Er kann sicher mit seinem riesigen, zerbrochenen Schwert umgehen. Ein Springer, der uns nicht töten will. Nicht schlecht. Oike. Das sind Einherjahr. Ich bin bereit. Hast du das gesehen? Seit wann können die das? Ein neuer Feind. Wachsam bleiben. Ja? Genau. Treffend. Da ist sie wieder. Sie wissen, dass wir kommen. Und was niemand hier ist. Verstecken sich. Die Warnen sind nicht alle gestählte Krieger wie unsere Freyer. Die Überlebenden des Krieges ziehen es vor, sich im Urwald zu verstecken mit der Natur als Schutzschild. Die Wand. Wenn ich sie einreiße, greifen wir an. Ja. Leer. Wo sind die alle hin? Halt, da ist die Mond. Kiste? Da unten. Das muss sie sein. Schön vorsichtig. Das ist Bifreis. Eindruck! Achtung, rechte Seite! Ah.
Vorsicht, links! Achtung, hinter dir! Ich hoffe, das reißt ein Loch in Odins Armee. Zumindest fürs Erste. Ich glaube nicht, dass Asgard bei den Soldaten aufsteht. Bereit, den Mond an seinen Platz zu bringen? Na gut, ja. Das klingt wirklich seltsam. Hey, schnell, sie entkommt! Los! Die Zeit ist los! Hab ich nicht kommen sehen. Linke Seite, Bruder! Schon wieder weg! Schnell! Wir müssen rüber! Da! Sie will den Wasserfall rauf! Hinter dir! Vorsicht! Ha! Sie ist noch da oben. Noch ein Hinterhalt. Aller guten Dinge sind drei. Sie sind nicht schlau. Ja, und dann wäre da das. Weißt du, was wir hier gerade tun? All das, es läuft fast genauso ab, wie wir es in Sköll und Hattis schreien sahen. Die Wölfe sind zurück in Vanaheim. Wir retten den Mond. Ja, ich erinnere mich an die Prophezeiung. Und beunruhigt dich das nicht, wenn alles, was wir jetzt tun, im Jötnar-Schrein passiert ist? Denk an unsere Abmachung. Die Prophezeiung bestimmt nicht unsere Taten. Ja. Unsere Verbündeten brauchen Hilfe. Darauf konzentrieren. Wow. Was ist das? Ein Dieb! Diese Besten, seid vorsichtig! Seid vorsichtig! Euker! Oh, den habe ich bis hierher gespürt! Parriere den Angriff! Euker! Hinten! Hinter dir, Vater! Euker!
Sie ist kalt, ist sie. Sie ist aus Helheim. Heimdall muss sie geschnappt haben, als ich Garm befreite. Ich war dort, aber ich wusste nicht. Und jetzt kämpfst du, um den Schaden gut zu machen. Schuldgefühle helfen nichts. Ja, nein, du hast recht. Hierdurch können wir zurück zum Bau. Sie werden uns folgen. Pass gut auf. Vater, warum bist du so sicher, dass wir überhaupt eine Wahl haben, was wir tun? Zweifel können wir uns nicht leisten. Wer hat was von Zweifeln gesagt? Bisher haben wir alles getan, was die Riesen gesagt haben. Wir treffen eigene Entscheidungen. Nichts zwingt uns. Oike! Schön vorsichtig! Das ist Beef! Hinter dir! Vorsicht! Aber was, wenn wir durch all unsere Taten direkt in Ragnarök reinlaufen? Gibt es keine Möglichkeit, das Schicksal abzuwenden? Dein Schicksal? Wenn wir nicht verhindern, dass... Würdest du den Wölfen den Rücken zukehren? In dieser Welt. Denk an unsere Abmachung. Der Junge hat ein paar gute Argumente. Solange Atreus lebt, sei's drum. Das muss klappen. Wie in ihrem Schrein. Wenn ich das tue... Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Tu, was notwendig ist. Nicht, was geschrieben steht. Gute Wahl, Junge. Sie haben ein Geschenk für uns. Damit können wir sie jederzeit rufen.
das wohl bei einem der Altäre benutzen. Vielleicht weiß Freya Rat. Im Prinzip haben sie uns also die Schlüssel zur Nacht gegeben. Das kann sich doch sehen lassen. Wir sollten zu Hildi Sweeney und ihm von all dem erzählen, ja? Ja. Zurück ins Lager. Vorsicht! Hinter dir! Schön vorsichtig! Das ist Bifreis! Oike! Ja, immer noch sehr, sehr Igros. Gefällt mir jetzt nicht mehr so. Das war nicht derselbe wie vorhin, oder? Nein. Sie kommen schnell zurück, aber nicht so schnell. Was hast du in Asgard noch von Odins Armee gesehen? Also, all die Einherjar, die wir bekämpft haben, die sind schon einmal im Kampf gefallen. Wir töten sie hier und sie wachen in Valhalla wieder auf. Sie sterben nie wirklich. Wenn der Krieg kommt, sollten wir auch eine endlose Armee toter Soldaten haben. Du meinst Helheims Armee? Wie in der Prophezeiung. Dazu wird es nicht kommen. Sie mögen wohl Igros. Also, melden wir uns bei Hildi Sweeney zurück. Und dann? Wir sind hier, um Freya zu helfen. Wir gehen nicht zurück, ohne ihren Bruder und den Lichtakt zu retten. Na gut, aber Odin wird schon weiter nach Maskenteilen suchen. Das ist sein Problem, nicht unseres. Klar, aber wenn diese Maske alle Antworten hat... Dann hat sie sicherlich ihren Preis. Vorsichtig mit Abkürzungen zum Wissen. Ja, Vater. Wollen uns alle Pflanzen betöten? Nein, nein.
nur die Fleischfressenden. Wer ist das? Ah, die runzlige Visage gehört Helka. Sie ist eine Bloodhunderin. Die sind für ihre präzisen Spürfähigkeiten bekannt. Du wirst sie mögen. Kratos, Atreus, die Sonnenfinsternis war euer Werk, ja? Danke, dass ihr hier seid. Pikvir hat die Ablenkung zur Flucht genutzt. Und dein Bruder? Wir wissen, wo sie ihn festhalten. Baylor hat den Sprengstoff vorbereitet. Wenn ihr mitkommt, können wir gehen, sobald ihr bereit seid. Ein Gestaltwandler könnte mir helfen. Geh mit ihm, Atreus. Ich helfe Freya. Jawohl. Der Zünder braucht nur 30 Herzschläge. Das reicht aus. Sobald ihr das Signal seht, zählt rückwärts. Komm, Kratos. Wir sollten aufbrechen. Die Wölfe gaben uns ein Zepter. Damit können wir sie rufen, wenn nötig. Gut, das ist eine Abkürzung zu Njörds Tempel, die wir tagsüber nutzen können. Die Einherja halten Freya im Tempel deines Vaters gefangen? Er ist leer, solange ich mich erinnern kann. Auf der anderen Seite des Flusses gibt es einen Himmelsaltar. Pikvir sagt, die Altäre dienten einst als Signal für die Wölfe. Und mit dem Zepter können wir sie jetzt nutzen. Soll es was Besonderes sein? Gute Arbeit mit den Wölfen. Ich sah noch nie eine Sonnenfinsternis. Ja, das passiert, als wir so befreit haben. Ich habe viel Seltsames erlebt. Ein Mond in einer Kiste ist nur noch... Der Plan. Wenn wir den Tempel erreichen, feuere ich das Signal. Es alarmiert Baylor und Pyrgir, um die Ablenkung zu starten. Ihr dunkler Alpstock. Schön, einmal nicht selbst das Ziel davon zu sein. Wenn sie abgelenkt sind, können du und ich die Haupttruppe von hinten angreifen. Während Atreus und Hildiswini reinschleichen und deinen Bruder retten. Ja. Sobald wir ihr Signal sehen, formieren wir uns am Fluss und fliehen auf Freyres Boot. Das Irrlicht auf, Bruder! Oh.
Gut, so geht das.